Ich habe noch überhaupt keinen Überblick über dieses große Schiff MS Artania. Wenn du aus der Kabine kommst, erwartet dich überall ein riesiger Gemeinschaftsraum mit einem 360-Grad-Garten auf den Außendeck mit Meerblick. Tag 2 ist heute. Das Wetter ist wunderschön. Ich wohne auf dem 4. Saturndeck. Hier kannst du morgens und abends einen schönen Spaziergang im Freien machen. Manche gehen joggen und andere genießen einfach die schöne Seeluft und die warme Sonne mit der ganz besonderen Seeluft. Auf dem Spaziergang grüßt du jeden mit jeder Herzlichkeit. Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder sind nett und respektvoll zueinander und ziemlich herzlich mit wenig Berührungsängsten. Ich mache einen Spaziergang. Da oben seht ihr, das ist der Rettungsboot. Heute erkunde ich alles. Wie du hier oben sehen kannst, gibt es jede Menge komfortable Rettungsschiffe, die über 1400 in Not geratene Passagiere nutzen können. Die deutsche Sicherheit ist auf der ganzen Welt bekannt und hier fühlst du dich nicht nur sicher und geborgen, sondern auch ganz wie zu Hause. Du sprichst von einem großen Wohnzimmer. Ich habe gehört, dass manche Passagiere die ganze Reise über auf dem Schiff bleiben und das Schiff gar nicht mehr verlassen wollen. Guten Morgen! Guten Morgen! Ja, die Atmosphäre ist wunderschön, sehr familiär und sehr angenehm. Leute sind super nett. An manchen Tagen, an denen du nicht aus deiner eigenen Wohnung kommst, hast du vielleicht keine ein paar hunderte Schritte gemacht. Aber hier musst du manchmal mehrere Male von deinem eigenen Kabinett zum Restaurant laufen. Es gibt drei große, schöne Restaurants. Außerdem kannst du bei schönem Wetter auf Deck 8 in der Copernicus Bar essen oder abends einen Snack in Harris Bar oder einen Mitternachtssnack in der Pacific Lounge mit Panoramablick genießen. Ja, natürlich, den ersten Tag habe ich mich hier auf dem Schiff total verloren. Guten Morgen! Ich hoffe, ich finde wieder mein Kabinett. Ja, seht ihr hier? Joggingpfad. Guten Morgen. Ja, seht ihr überall ein Rettungsboot hier? Angst gehabt vor sehr krank, aber es ist gar nicht schlimm. Nein, total angenehm. Sogar gefällt mir auch diese leichte Bewegung. Guten Morgen. Ich habe keine sehr krank bis jetzt und ich hoffe, dass so bleibt. Ich war in der Nacht einmal wach, aber trotzdem relativ habe ich gut geschlafen. Oh, ja, es bewegt sich. Das Schiff bewegt sich die ganze Zeit, aber nicht so wild. Guten Morgen. So, irgendwann muss ich hier rein, aber wo muss ich hin? Das ist Schiff fährt dahin. Ja, da muss ich dahin. Okay. Ja, das war nur ein Rundgang hier, 4. Deck 4.
Heute ist noch Setter. Du kannst nur das Meer sehen. Es ist schön und lustig, dass man nichts anderes als Meer und Wasser sehen kann. Du kannst so ein Paradies genießen und du bist überhaupt nicht einsam. Es gibt so viele Tages- und Abendprogramme auch an Bord. Auf dieser Reise werden wir 11 verschiedene Häfen besuchen und Ausflüge oder Wanderungen machen. Während der Seetage gibt es so viele Programme, dass du eine wunderbare Zeit auf dem Schiff verbringen kannst. Langeweile hat dort keine Chance. Jeder kann seine eigenen Freizeitstunden und Unternehmungen finden, mit denen er eine glückliche, entspannte Zeit verbringen kann. Wie du sehen kannst, bin ich mit meinem Selfie-Stick sehr beschäftigt. Ja, es macht mir einfach Spaß. Hier bin ich auf Deck 2 im schönen 4-Jahreszeiten-Restaurant. Hier wird es niemandem an Essen mangeln. Ganz im Gegenteil. Mit meinem großen Appetit muss ich aufpassen, dass ich nicht wie eine schwangere Frau nach Hause komme. Das Essen ist super lecker. Du konntest hier und dort Restaurants wählen. Guten Appetit. Danke schön. Guten Appetit. Blatt mit dem Tagesprogramm. Gleich gibt es Galaabend an Bord von MS Artania. So. So, jeder sollte ganz elegant anziehen und kommen. Und wir treffen den Direktor von MS Artania und den Kapitän und sein ganzes Team. Ja, gleich. Jacket. Mein schickes Jacket. Ist mein Kabinett. Kann man auch durch die Fenster das Meer sehen. Ja. Ich bin viel zu spät angekommen. Ich habe keine Lust. Ich mag die Farbe Türkis. Guten Abend. Vielen Dank für die wunderbare Musik zum Eingang hier. Ja, die Reise hat begonnen und bevor wir uns ein wenig näher mit der Reise beschäftigen und mit dem, was auf Sie alles so zukommen wird, sind Sie sicherlich gespannt auf den Hausherrn Ihrer MS Artania. Ich darf ihn vorstellen und er wird eine kleine Ansprache an Sie halten. Kapitän Alex Zinkowski. Einen wunderschönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Willkommen an Bord und willkommen zu Hause. Es ist mir eine Ehre, auf dieser Reise Ihr Kapitän zu sein. Im Namen von Phoenix Reisen begrüße ich Sie herzlich an Bord der MS Artania. Gerne möchte ich Ihnen meine Offiziere vorstellen. Erste in Command im Machine Room und das ist Chief Engineer Stefan Kozarev aus Bulgarien. My right hand and second in charge of the ship, Staff Captain Dmitry Kryzhevsky aus Ukraine. Odessa.
Staff-Engineer Alexander Neverau aus St. Petersburg, Russland. Schiffsarzt Dr. Bruno Jensen aus Deutschland. Hoteldirektor mit großem Team an Bord, und das ist unsere Messiah Ritzinger. Er hat mehr Applaus den Kapitän. Und das ist Küchenchef Mike aus Deutschland. Jahrelang ist die schon da, und wir sind ganz, ganz froh, endlich mit neuem Kurs Richtung Grönland unterwegs zu sein. Und manche haben ja gar nicht mehr daran geglaubt, dass wir mit der Artania nochmal nach Grönland fahren können. Die letzten Jahre waren sicherlich für alle, speziell für die Kollegen in Bonn, auch sehr, sehr herausfordernd. Und ich möchte ein großes Dankeschön natürlich an die Kollegen auch in Bonn richten, die wirklich in den letzten Jahren vieles, vieles gemacht haben. Jeden Abend gibt es ausnahmslose Hauptshows von Abendkünstlern wie mir, mehreren Solomusikern, Zauberern bis hin zu Dragkünst oder der jungen engagierten MS Artania Show Ensemble, und in allen Bars spielen live von Jazzmusikern, von Barpianisten bis hin zu mehreren Livebands in verschiedenen Bars. Wo du dich wohlfühlst und Spaß hast, kannst du tanzen und trinken und dabei unglaubliche Panoramablicke oder immer mit mehr Blick genießen. Eine Seite ist absurd, dass man auch so leben kann. Halt, jeder macht hier schönen Urlaub. Wer nicht selbst kochen und nicht jeden Tag im Hotel ein- und auschecken will, ist hier auf dem schwimmenden Hotel perfekt aufgehoben. Huhu, Tag 2 ist vorbei und ich schaukele mit dem Schiff mit und finde hoffentlich ohne große Umweg in meine Kabine zurück. Wenn dir mein Video gefällt, abonniere es kostenlos und drücke den Like-Button. Ciao, bye bye, annyeong, adios, au revoir.